Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Ich hatte jetzt eine kleine Aufnahmepause. Ihr wundert euch auch vielleicht, warum stehe ich jetzt woanders, als ich das letzte Mal aufgehört habe, weil ich gespeichert habe und zu dem Lagerfeuer gegangen bin. Und deswegen starten wir jetzt hier. Ich muss jetzt erstmal kurz den Weg finden und ich musste tatsächlich erstmal kurz nachschauen, was haben wir das letzte Mal gemacht? Und dann kam die Erinnerung, oh shit, da war ja was. Also, Leute, wir werden jetzt gleich ganz tolles Vergnügen haben, wenn... Ja, ich laufe richtig. Ich würde sagen, Binat, es schafft den richtigen Weg zu finden. Ich lasse dich jetzt am Leben, weil wir haben gerade echt... Da, seht ihr es? Hier? Wir werden jetzt gleich ganz viel Freude damit haben. Leute, ganz viel Freude, ich bin mir sicher. Huch, ja, fängt schon gut an. Ich muss mich erst reinfinden. Also das müssen wir eigentlich machen. Das ist immer ein bisschen nach der Nachteil, wenn man das echt vergisst. Kann ich den von hinten so sneaky peeky? Und erledigt. Ey. Das hat ja... Das war ja... Was? Das war vielleicht doch keine so gute Idee, Vergangenheitsbinat an den Stelle aufzuhören, wo ich jetzt gar nicht mehr richtig weiß. Nach der... Okay, ich konnte ja nicht wissen, dass ich ein bisschen eine Pause machen musste. Was jetzt eigentlich, dass wir eigentlich tun müssen. Mussten wir den befreien? Nee, wir brauchten von dem was, ne? Wir müssen die anderen alle ausschalten, weil wir brauchten, glaube ich, von dem brauchten wir was. Der hat, glaube ich, irgendwas, was wir brauchen. Fällt mir gerade ein. Irgendwas. So, ach warte mal, ich könnte ja mal meinen Fokus einsetzen. Kann man da einen Gegner markieren oder so? Oh je, sieht er uns jetzt? Ich bin im Gebüsch. Gegner ausgeschaltet. Schnell alles nehmen. Zurück ins Gebüsch. So. Jetzt, warte mal, ich wollte eigentlich mal fokussieren. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Was anderes nehmen als Feuer, okay. Sind hier eigentlich noch Gegner? Bestimmt, oder? Ich sehe sie jetzt bloß nicht. Da waren noch viel mehr Leute. Da ist noch einer. Zeigt es jetzt nicht an. Da hinten ist einer. Komm, wir laufen mal ein bisschen hinten rum. Auf ganz leisen Sohlen. Das kann die Biene nämlich besonders gut. Ich bin ja voll bekannt dafür. Für meinen sehr leisen und schleichenden Kampfstil. Nicht. Ah, da oben ist einer. Oh, ist hier irgendwo ein Gebüsch? Nee, ne? Ich weiß halt gar nicht, kann ich einfach zu dem hin und es da wegklauen? Das findet der wahrscheinlich nicht so geil, würde ich mal sagen. Was ist denn das hier? Das brauchen wir bestimmt, oder? So, wie komme ich denn jetzt an den? Da hinten ist noch einer. Da ist einer. Und da oben ist einer. Wie kann man den jetzt leise ausschalten, ohne dass der Rest es mitbekommt? Fragen über Fragen, Leute. Okay. Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht. Oh, holen wir gleich mal den Helm gleich runter. Was sind denn das für Riesenviecher hier? Oh, Gottes Willen, Leute. Naja, falls irgendjemand gedacht hätte, das würde jetzt hier leise und still vonstatten gehen. Es tut... Oh, shit. Tut mir leid, dass ihr diese Illusion hattet. Wo ist denn der Typ?
Oh nein! Gott! Okay. Ich bin noch nicht ganz in the game wieder. Das war vielleicht jetzt auch nicht die beste Variante, ne? Oh Gott, das Viech ist ja der Hammer. Shit, Hippopitty. Warte mal, wo ist der Fokus? Oh nee! Ja, Leute. Wir sind jetzt schon mittendrin, statt nur dabei. It quickly escalated, würde ich sagen. Oh, was hat sie? Ist mal kurz gestolpert. Wir sind nur gestolpert. Ach, können wir eigentlich unseren... Seht ihr, Leute, das ist das Problem. Ich habe echt so eine Pause-Scheiße. Entschuldigung, weil... Wie mache ich jetzt dieses Mutteil-Zeugs da? Wo bin ich? Oh nein! Oh Gott, Leute, ey, das ist unbelievable. Ich muss mich erstmal reinfinden. Ich hab alles verlernt. Ich hab alles vergessen. Es tut mir leid. Irgendwo war ja noch so ein Typi eigentlich. Aber ach, ich glaube, ich habe ein größeres Problem als den Typen. Ich habe hier... Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, das läuft ja richtig gut. Ach, der läuft da ganz entspannt. Das ist ja auch geil. Alles eskaliert und der Typ läuft da voll entspannt. Wo ist denn der? Ah, hier. Ich sehe ihn nicht richtig. Der... Oh Gott! Oh, Angriff! Du bist jetzt sehr schnell da gewesen. Das wird, also mega Folge, muss ich sagen. Der Typ liegt da hinten tot, oder? Mein Verbündeter. Oh shit, ey, das läuft ja richtig gut. Ist der schon so gut wie hinüber, hä? Huh? Oh Gott, können wir nochmal neu laden? Das war ja... Können wir nochmal neu laden? Ich glaube, das war nix. Ich habe die ganze Situation unterschätzt. Ach, der hat sich von allein geheilt. Ist wieder auferstanden, das ist ja schon mal was. Ach, guck mal, die tun... Komm, greif... Oh Gott. Oh Gott, das... Ey, dieses... Entspann dich mal, kleiner Rüssel-Mann. Kann ich dich mal verwenden? Oh shit, das hat ja nicht funktioniert. Ach, keine Ahnung. Also ich bräuchte eigentlich irgendwas. Was hat er gesagt? Ich brauche kein Feuer, ich brauche irgendwas anderes, ne? Ich muss mal kurz Land gewinnen. Das wäre super cool. Wahrscheinlich bräuchte ich halt so ein Eisding aus, ne? Deswegen stehen ja auch die Eisdinger da rum oder sowas, ne? Aber... Ich bräuchte mal kurz 2 Sekunden Zeit, um mich kurz zu orientieren. Können wir mal kurz warten? Kann man da drauf schießen? Ich muss den wahrscheinlich da reinlocken, oder? Wo ist denn der? Wie schieße ich das? Wie mache ich das dann kaputt? Kann ich auf die Dinger da schießen? Vernichte sie! Oh, das hat er selber gemacht. Ja, das war jetzt nicht das Schönste. Ich geb's zu. Ich weiß gerade. Das war, ist jetzt gerade nicht das Schönste. Ich geb's ehrlich zu. Ich hab gar keine Zeit, mich mal kurz zu orientieren, wenn ich ehrlich bin. Das war das Dümmste, was ich ever machen konnte. Wirklich. Echt, wirklich. Das war wirklich das Dümmste ever. Ich habe wahrscheinlich auch gar keine... Oh Gott, Leute.
Naja, die Biene war noch nie für ihre unglaubliche Cleverness bekannt. Warte mal, ich hab doch irgendwie irgendein Eisgedünsel habe ich doch, oder? Ach, ich brenne. Ich bin noch ein Feuer, Leute. Ich bin noch ein Feuer. Das bin ich wirklich. Ich wollte hier ganz entspannt reinstarten. Da habe ich vergessen, was ich eigentlich vorhatte und dachte nicht, dass es so quickly escalated. Wie mache ich jetzt das Frostbomben-Ding? Herrschaftszeiten, Leute. Ich glaube, das gefällt ihm nicht so, dass ich ihn ein bisschen einfroste. Oh Gott, ey. Also der ist ja, also leicht aggressiv, oder? Würde ich sagen, der hat leicht Aggressionsprobleme hier. Habe ich überhaupt noch Heilung? I don't know. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob mein Weggefährt überhaupt noch da ist, ob der überhaupt noch lebt. Ich habe keine Ahnung. Der liegt da hinten, ne? Ich weiß auch gar nicht, was ist denn das hier für ein Symbol? Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich habe mir Mut zugeredet. Ich weiß nicht, wie ich das gedrückt habe, aber... Warte mal. Jetzt brauche ich aber kurz... Oh, shit. Leute, ich bin überfordert. Ich bin mit meinem Leben überfordert gerade. Ich gebe es zu. Oh, shit. Niemand hält uns jetzt auf! Ja, du. Ich weiß nicht. Ich hab da noch so ein paar... Wir haben da noch so ein Riesenviech am Poppers. Ehrlich gesagt. Habe ich da unten sein... Ich muss sagen, glaube ich, ob das Ding da unten drauf... Oh. Er ist ein bisschen ruhig gestellt. Die Gunst der Stunde nutzen. Oh mein Gott, holy moly macaroni, Leute. Ich bin verletzt. Ach Gott, da ist noch einer. Ausschalten. So. Und wieder getroffen. Oh. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht looten. Oh Gott, Leute. So. Jetzt ist Schluss hier. Alle erledigt. Oh Gott, Leute. Das war ja... Zur Kanone. Das war ja... Das war wild. Ich geb's zu, es war wild. Tut mir leid. Das war jetzt nicht schön. Absolut nicht. Aber notwendig. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hm. Ey, der hat doch Muckis, der kann das doch machen. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Hältst du das ein bisschen? Ich muss mich noch looten. Ne? Aber das machst du schon. Kein Problem, ne? Für dich. Passt. Oh Gott, Leute, das war wild. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, dass es so wild war. Ich muss mich mal kurz, oh Gott, wieder aufrüsten. Also, ich habe ja eh irgendwie immer ein bisschen Probleme mit der Steuerung hier in dem Spiel. Die ist mir nicht so ganz intuitiv, gebe ich ehrlich zu. Ich brauche auf jeden Fall eine größere
Tasche. So. Kann man da noch was holen? Ach, Kühlsaft. Brauchen wir bestimmt für irgendwas. Mal später. Vielleicht treffen wir nochmal auf so einen riesen Elefantus. Der war schon krass, oder? Holy moly. Ich komme überhaupt nicht kurz sortieren. Das war jetzt schon wild. Ich muss auch mal noch wieder. Hey, du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ich auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich auch nicht gedacht. Eine Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Wir werden es sehen. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir das schaffen. Es war schon wild. So, ich muss noch alles looten, Leute. Ihr wisst, das ist wichtig. Ja, für die viel bessere Ausrüstung, ne? Weil das muss ich jetzt auch mal angehen. Bessere Ausrüstung und sowas. Ah, hier, guck mal. Das brauchen wir auch definitiv. Gott, ey. Und ich muss mich echt wieder unbedingt mit der Steuerung bekannt machen. Das war jetzt schwierig. So. Aber kann man hier was plündern? Nee, ne? Okay. Hier ist noch irgendwas. Oh. Bisschen noch. Ich habe, glaube ich, unglaublich viel Medizin verbraucht. Ich war, glaube ich, im Dauerheilmodus. Das brauche ich. Ich brauche eigentlich irgendwie Waschbären oder sowas. Aber das nehmen wir auch mit. Vielleicht brauchen wir das auch für irgendwas. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Haben wir's? Oh Gott, wo müssen wir jetzt hin? Irgendwo nach da hinten. Okay. Oh, warte mal. Oh nein, warte, da ist noch was. Fast alles hier übersehen, das geht nicht. Guck mal, hier ist nämlich noch was. Ein großzügiges Lager, das nehmen wir doch gleich mal mit, wenn das großzügig ist. Oh Gott. Da ist auch noch eins. Beans, du bist gar nicht konzentriert. Ach nee, das habe ich schon. Okay, ich nehme es zurück. Und was das war das? Irgendwas mit... Nehmen wir mit. Was auch immer es war, wir nehmen es mit. Ist da vielleicht auch noch was? Ich frag nur. Hier war er festgetackert. Na, festgetackert nicht. Aber festgehalten! Der kleine... Ach, guck mal, hier ist so ein... Oh Gott. Wisst ihr was? Ich weiß schon wieder nicht, wie das geht, ey. So. Ist hier was? Nö. Hier hätte ich mich vielleicht easy peasy draufstellen können, wisst ihr, und hätte das Tier von oben erledigen können. Ja. Hätte Fahrradkette. Das, ach ja. Ach, ich habe ja einen Gleiter. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Guck mal, hier hätte man wahrscheinlich das voll easy peasy machen können. Ja. Hätte... Aber wäre ja langweilig. Oh, hat super geklappt mit dem Gleiter. Das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Oh mein Gott, Leute. Warum muss man da auch mal also lange auf diesen Tasten drücken? Und keine Ahnung. Also wir gehen jetzt. Bist du bereit? Wir gehen. Oh Gott. Oh, kurz nass gemacht, um uns wieder zu erfrischen. Ich glaube, in dem alten Teil, bilde ich mir ein, konnte man sogar fischen. Also fischen, ne? Konnte die Fische mit dem Speer so aufspießen. Das hast du auch für irgendwas gebraucht. Fällt mir gerade ein. Oh Gott, Leute. Was ist das? Oh nein.
eine Eule. Warum läuft die am Boden? Wo war das andere? Ja. Ihr wisst, ne? Für Ausrüstung brauchen wir das. Ganz wichtig. Bist du noch da? Ja. Puh. Muss ich mich erstmal ein bisschen sammeln. Das war jetzt irgendwie sehr... Das ist ein sehr wilder Einstieg. Ah, hier müssen wir lang. Ach, sind wir wieder an diesem Bollwerk-Gedönsel da? Ach, warte mal. Wir wollten das ja wegschießen. Ach, jetzt kommt so langsam die Erkenntnis Bitte wieder, Leute. Sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Komm sofort. Okay. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizulegen. Es klappt! Die werden mich bestimmt voll mögen, glaube ich. Ich glaube, das ist voll die geile... Voll die gute Idee. So macht man sich Freunde. Ah, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen Belager. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Billy. Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote. Jetzt musst du zu Hikaru. Niemals. Niemals. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr ja, seid genau. Nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Ich finde die Farben auch schön. Freue mich auch drauf. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben. Als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Erwähnen unsere unglaublichen tollen Einsatz, ja? Gut. Und vielleicht erwähnen den Kampf am Anfang nicht. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Mach ihn vielleicht ein bisschen majestätischer, als er war. Ich weiß nicht, wo ich die fehlenden Teile finden kann. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Diese Kaplanen suchen, Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Ja, ich glaube, wir gucken mal. Warte mal, irgendwie ist sie jetzt woanders. Jetzt steht die irgendwo anders. Jetzt habe ich den Weg vergessen hier.
Schauen wir mal nach oben, ob wir ein bisschen Ausrüstung aufwerten können oder sowas, bevor wir weiterziehen. Super schön, oder? Also ich könnte da nicht so entspannt stehen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mich da irgendwo festklammern und mir denken, um Gottes Willen. Der Himmelsplan der 10 vergessen. Hallo, servus. Kann ich hier was machen? Reishorngeweih. Okay. Ich würde gerne diesen Beutel. Waschbärenhaut. Wir brauchen einen Waschbären. Ah, guck mal, ich kann den Bogen upgraden. Ja, war es auch schon. Mit dem Bogen-Upgrade. Was ist das? Das können wir irgendwie auf upgraden. Dann machen wir das doch mal. Wildschweine brauchen wir. Eichhörnchen. Oh Gott, wir brauchen so viele Tiere. Eichhörnchenknochen. So, was konnten wir jetzt hier upgraden? Wo sehe ich denn das, was ich upgraden kann? Das hier kann ich, glaube ich, upgraden. Ach, das ist schon upgraded, oder? Das kann ich. Achso, die konnte ich nur herstellen. Naja, egal. Hey. Hast du was Schönes? Habe ich mit diesen Sprengsachen, glaube ich, nicht. Kenn mich. Hammerbolzenschießer. Schockbogenschießer. Eisenfresser, Häckslerhandschuh. Puh. Weiß ich gerade nicht. Bin ich gerade irgendwie etwas überfordert? Was bist du? Ah, hier gibt's Gesundheitstränke. Oh, kann man da zufällig, ich frage, kann ich da eine Eichhörnchenhaut kaufen? Ja, perfekt. Oh, guck mal, da kann man auch. Oh, richtigen Moment bereit. Die Frau muss ich mir merken. Sorry, Leute, das müssen wir jetzt mal kurz machen. Stärke und Ehre, Hikaru, heute. Kann ich das jetzt upgraden? Scheiße, ich habe eine Eichhörnchenhaut statt eine Waschbärenhaut gekauft. Ne? Wir sagen nichts. Wir sagen nichts. Wir haben das jetzt nicht erlebt. Gott, ey. Waschbärenhaut. Hätte ich gern zwei. Ich kann nur drei kaufen, ist egal. Kaufe ich. Ich weiß nicht, brauche ich Wildschweine? Eichhörnchenknochen brauchte ich für irgendwas, oder? Ich hätte es mir vielleicht mal aufschreiben sollen, ne? Ich hätte es mir vielleicht mal aufschreiben sollen. Was ich eigentlich brauche. Ich schaue jetzt nochmal. Also ich habe jetzt erstmal das. Geht euch das aus? Ich kann mir das immer nicht merken. Ich schaue das drauf, zwei Sekunden später, ich habe es vergessen. Kaninchenhaut. Eine Kaninchenhaut? Was wäre denn eigentlich wichtig? Das wäre wichtig. Das fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Kröten, Echsenknochen und Gänsefeder. Was ist das hier? Präzision.
Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Bomben brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Trankbeutel wäre jetzt auch nicht so schlecht. Dafür brauchen wir eine Eichhörnchenhaut. Eine Eichhörnchenhaut. Und da wollte ich gerne eine Kaninchenhaut. Kaninchen, Eichhörnchen. Kaninchen, Eichhörnchen. Und noch irgendwas wollte ich. Knochen von dem Kröte, Echse und Gänsefeder. Oh Gott, Leute. Und wahrscheinlich wird am Ende keine Scherben mehr. Aber vielleicht kann ich mal irgendwelches Zeug verkaufen. Das machen wir jetzt noch schnell. Bevor ich es mich wieder vergessen habe. Also, Eichhörnchen, glaube ich, war es. Ich habe es mich schon wieder vergessen. Ich gebe es zu. Gänsefeder war es. Es war, glaube ich, Kaninchen. Und es war Kröten. Kann ich eigentlich was verkaufen? Du, ich habe hier so... Uhrenzeugs. Oder kann man daraus was machen? Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Wertgegenstände, ne? Da kriege ich das doch gut. Wertgegenstände? Da kriege ich für Scherben. Scherben ist gut. Da brauche ich, keine Eheringe oder irgend sowas. So. Ja, nehme ich. Super. Mögen deine Geschichten überall erzählt werden. Ja, hoffe ich doch, dass die erzählt werden. So, Leute, jetzt aber ich. Jetzt geht's rund. Hätte ich auch mal vorher schauen können, ob man das machen kann, ne? Aber irgendwas wollte ich doch noch. Ich habe Haut statt Knochen. Beans, du bist schon echt so eine... besonderes Exemplar. Knochen. Ich brauche Knochen. Ich brauche Knochen. Ich brauche Knochen. Mögen deine Feinde rasch fallen. Ja. Jetzt aber. Guck mal, jetzt können wir hier noch, können wir da einen Getränk herstellen? Was ist das hier? Kann ich nicht. Mittlerer Gesundheitstrank. Okay. Kann ich den mir eigentlich irgendwo auswählen? Habe ich wahrscheinlich. Habe ich nur wieder vergessen. So, und was bräuchte ich jetzt eigentlich, um das... Das ist schon gut, oder? Ich bin gleich soweit. Ein Reishorngeweih. Können wir da vielleicht noch eins kaufen? Wir gucken nur mal. Weil vielleicht können wir das dann auch upgraden. Und dann, ich bin ein bisschen über der Zeit, ich weiß, aber... dann... Nee. Nee, hier gibt es nur so Haut und Knochen, aber immerhin besser als nichts, ne? Das war jetzt schon mal sehr gut. Dann müssen wir da jetzt nicht ewig rumdödeln und wir können... Okay. Bist du sicher, dass du nichts brauchst? Aber sind wir jetzt ja schon mal ein bisschen... Warte mal, hier unten kann ich das auswählen, oder? Okay. Jetzt habe ich das irgendwie markiert und ich weiß nicht mehr, wie es weggeht. Ich und diese Sachen. Jetzt gucken wir mal, was macht man als nächstes? 18, ey, wir sind noch ein bisschen klein, ne? Aber egal. Ach, guck mal, die Kult. Da machen wir das hier mal, ne? Als nächstes. Weil das machen wir ja so ein bisschen jetzt nicht so aktiv. Na, okay, perfekt. So, Leute. Wir haben das Riesen... Oh, hier ist ein blödes Geräusch. Das lenkt mich ab. Das kann ich nicht so gut ertragen. Was ist denn das? Kann das mal aufhören, dieses Geknister? Ja, dann geht mal.
Jetzt, ich brauche mal ganz kurz. Könnt ihr mal ganz kurz warten? Ich möchte kurz abmoderieren. So, ihr Lieben. Wir haben diesen riesen Elefanten, Maschinen, Teil, Roboter, I don't know. Wir haben es geschafft. Es war wild. Es tut mir leid. Es war irgendwie, ja, nicht so. Es war nicht schön. Sagen wir es mal so. Aber es hat am Ende geklappt. Wir haben mal ein bisschen unsere Ausrüstung abgegradet. Sehr gut. Ich werde nochmal Munition dann herstellen, dass wir wieder alles voll haben. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt, werden wir dann, oh, ich, kennt ihr das? Ich kann das nicht haben, wenn ich rede und mir babbelt ständig jemand rein. Ich kann mich dann nicht konzentrieren. Ich verstehe meinen eigenen Gedanken nicht mehr, was ich sagen möchte. Es tut mir leid, es ist eine wilde Folge. Sie endet wild, sie hat wild angefangen. Ach, egal. Ich muss mir erst wieder einfinden. So eine längere Pause ist nicht so gut. Hey, wer bist denn du? Kleiner Mann. So. Ich hoffe, hier habe ich ein bisschen Ruhe. Wir werden zur Kulrut das nächste Mal gehen. Und schauen. Dann müssen wir noch ein paar Sachen machen. Oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Sind wir dann gut? Ich habe echt ein bisschen Faden verloren. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, ich komme schnell wieder rein, damit wir wieder in the game sind. Es tut mir leid, aber es waren irgendwie viele wichtige andere Dinge, die ich noch irgendwie jetzt machen musste, privat. Und jetzt aber. Ich freue mich. Macht's gut, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen für dieses Chaos da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.